Um ein Kletzenbrot zuzubereiten, braucht man vor allem eines: Zeit. Diese ist bekanntlich eines der wertvollsten Güter in unserem hektischen Alltag. Luise Bretterebner aus St. Martin am Grimming schenkt uns eben diese und bereitet mit uns dieses besondere, traditionelle Brot zu. Chris Sink, freut mich, dass du da seid in meinem bescheidenen Heim. Und das Klotzenbrot bochen ist ein bisschen eine pickige Angelegenheit. Und darum habe ich mir da eine Schürzen. Wir haben eine Schürzennummer da. Und die macht die Reingraber Andrea von Niederplan drüben. So, jetzt bin ich geschützt, jetzt können wir anfangen. Und da habe ich jetzt einmal die Zutaten hergerichtet. Das ist einmal ganz individuell. Man kann das einfach machen, wie man will. Ich habe da jetzt trockene Birnen, das sind die Klotzen. Was ich auch gerne rein tue, sind die trickenden Marillen. Ich tue Walnüssen rein, Rosinen, Haselnüssen und Zwetschgen. Und dann ist da noch eine Gewürzmischung. Dann tut man Rum rein, einen Schnaps, einen Zucker und dann Honig. Die Klotzen, die kann man so nicht verwenden, weil die sind einfach viel zu trocken. Die Klotzen, die habe ich jetzt schon vorbereitet, weil die müssen wir kochen, weil sonst sind sie weit zu hart. Und dann tut man es einfach abseichen und den Sud nicht wegschmeißen. Den aufgehalten, den brauchen wir dann für den Brottag. Wie groß das man schneidet, ist total egal. Jedem seine Sache. Aha, da sind oft ab und zu noch ein paar Kerne versteckt. Darum ist wichtig, dass man es eigentlich schneidet. Also Taublitz ist mein daheim. Und da hat Mama alle Klotzenbrot gebacken. Und wenn sie auf die Nacht in den Stall gegangen sind, das weiß ich noch, wenn wir so Schulleradierndeln waren, da haben wir uns auf die Nacht hingesetzt mit der Großmama und dann haben wir das ganze Klotzenbrotzeug geschnitten. Weil es halt einfach viel Arbeit ist, da haben wir alle zusammengeholfen. Da habe ich eine Gewürzmischung. Man kann da ruhig ein Lebkuchengewürz nehmen. Man muss es nicht unbedingt selber zusammenmischen. Es ist Anis drei, es ist Fönkel drei, alles Mögliche, also Zimt ist drei. Aber wenn man Lebkuchengewürz nimmt, dann das streut man einfach drüber. Dann tut man einen Rum dazu. Dem darf man nicht sparen. Und Schnaps. Ein bisschen Zucker. Und dann Honig. Den Honig, den habe ich unten von Eschbangaffer von Kreis immer Hubert. Dann mischt man das einfach durch mit dem Löffel. Und man sieht dann eh, wie die Mischung wird. Es kann ruhig ein bisschen Saftel drin sein, weil das muss man jetzt 12 Stunden stehen lassen. Also wenn man auf die Nacht ausbacken will oder nächsten Tag in der Früh, oft macht man das einfach auf die Nacht und lässt es ziehen. Am Anfang ein paar Mal umrühren, aber es tut einem nichts, wenn da ein Saftel drin ist. Wir machen jetzt einen Tag fürs Klotzenbrot und das ist ganz gleich als wie ein normales Bauernbrot. Und das Gewürz, man nimmt da entweder ja, Hausbrotmischung ist das. Und damit, dass der Geschmack noch besser rauskommt, tue ich das jetzt frisch oben rein mit der Getreidemühle. So, da haben wir jetzt einfach einen Rocken mehr. Man kann eine frische Gerbe nehmen, Dampfe machen, aber in meinem Fall mache ich es mit der Trockengärmheit, weil wir einfach nicht so viel lange Zeit haben. Also wir nehmen jetzt da ein Roggenmehl, ein Kilo ungefähr. Ja, ist ein Kilo. Dann ungefähr einen Esslöffel Salz. Von Gewürz kann man ungefähr ja, 1,5 Esslöffel nehmen halt ich, weil damit dass das auch gut durchkommt. Das vertrocknet sich recht gut mit dem Klotzenbrot dann. Trocken gerne nehme ich 2 Backerl. Dann das einfach ein bisschen durchmischen. Dann nehmen wir den Sud von den Klotzen. Stoden Wasser und dann zuerst mit denen mal aufgießen, schauen wie dick das wird oder wie dünn. Weil
Weil beim Klotzenbrot sollte der Brotteig nicht ganz weich sein, weil sonst rinnt er dann das Brot lieber auseinander. Das beste Gefühl hat man halt dann, wenn man mit den Händen reingreift. Dass man ungefähr sieht. Ui, das passt schon gut so, die Konsistenz. Und dann knetet man das einfach ein bisschen durch. Das ist nicht so genau, wie es ist. Da mache ich aber ein Kreuz drauf, damit das auch schön geht. So, den Brottag, was wir gemacht haben, vor 2-3 Stunden, haben wir jetzt auf einen warmen Ort gestellt und einfach mit einem Hangerl zugelegt. Und der ist dann so aufgegangen. Und so ist er richtig. Und dann einfach die Früchte da zu dem Brottag dazu rein. Einmal probieren, weil ich auch nicht genau weiß, wie viele Früchte das ich überhaupt brauche. Das ist jetzt ganz egal, wenn wer viel Früchte reinhaben möchte. Der kann mehr rein tun. Und der, was ein bisschen mehr Brottag haben will, tut halt weniger rein. Wenn das Brot dann, also das Klötzenbrot zeigt, gut verknetet ist mit dem Teig, dann tut man einfach mehrere Mal aufs Brett und tut den Teig aus. Da braucht man aber mit dem Mehl nicht sparen, weil sonst bleibt da der ganze Klotzenbrottag am Brettel picken. Die mag es eigentlich auch recht gern, wenn es ein bisschen mehlig ist, auch beim Bochen. Jetzt drehen wir es noch ein bisschen, damit das eine schöne Form kriegt. Dann schnappt man es einfach und tut es auf wie aufs Blech. Kann man es noch ein bisschen andrucken. Dann nimmt man einen Hangerl. Deckt es zu und lässt es ungefähr noch eine halbe Stunde gehen. Dann kann man es bochen. Jetzt haben wir das Backrohr, derweil das Brot geht. Ungefähr eine halbe Stunde dauert es. Tut man das Backrohr vorheizen. Ich tue meistens auf 190 Grad bei Ober- und Unterhitze. Und dann, damit das Brot nicht zu trocken wird, stellt man einfach ein Schüssel mit Wasser rein. Wurscht, kalt oder warm. Jetzt ist das Brot gegangen, und bevor man es einschießt. Damit das die Rinden nicht zerreißt, sticht man es einfach an mit einer normalen Fleischgabel. Und dass es einen schönen Glanz kriegt, kann man es vorbei noch mit einem kalten Wasser einfach abwaschen. Jetzt können wir es einschießen. Tue es unten auf die zweite Schiene. Und lasse es jetzt ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde bei 190 Grad rein. Und dann schalte ich es aber ein bisschen zurück auf 170 Grad, weil sonst wird es schwarzes Brot. So habe ich es eigentlich ganz eine gute Erfahrung gemacht mit dem Backen. Und ungefähr, wie groß ist das Lorwal? Stunde, eineinhalb Stunden kann man es reinlassen. Dann muss es durch sein. So, jetzt ist Klotz und Brot fertig. Bevor man es anschneidet, tut man es segnen mit 3 Kreuzeln. Und bei uns isst man es einfach mit einer Butter. Ich wünsche euch guten Appetit und jetzt schneiden wir es noch, damit wir sehen, wie es ausschaut. Es ist noch sehr knusprig, weil es einfach sehr frisch ist.